euer Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es haben sich mal wieder ein paar Favoriten angesammelt. Ich habe ein paar richtig coole Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte, die ich mit euch teilen möchte. Kategoriemäßig ist eigentlich alles dabei. Beauty, ein bisschen Home, was zu essen. Klamotten sind nicht dabei. Okay, aber es ist einiges abgedeckt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ihr wisst, wie sehr ich Favoritenvideos liebe. Und alles zu teilen mit euch, was ich liebe. Und let's go! Starten möchte ich mit meiner Lippenkombi. Das ist nämlich einmal der Catrice Plumping Lip Liner, Empfehlung von euch übrigens, in der Farbe 150 Queen Vibes. Den habe ich mir tatsächlich ausgesucht, weil die Farbe, die mir empfohlen wurde, gab es da nicht. Die war entweder ausverkauft oder ich habe sie nicht gefunden. Dann habe ich den genommen. Einfach dachte ich, okay, ist ein braunes Nude, gefällt mir von der Farbe her und richtig nice. Ist ein richtig cooler Lip Liner, definitiv ein bisschen dunkler in der Farbe, also schon wirklich ein Braunton. Nude-Braun, also nicht ganz so extrem, also man kann ihn super schön mit gewissen Farben mischen. Und ich habe ihn gemischt mit dem Hourglass Phantom Lip Plumping Ding, keine Ahnung. Irgendwas mit Phantom. Ihr wisst, diese super teuren Stifte von Hourglass, die super glowy und plumping und juicy sind. Wo ständig alle Farben ausverkauft sind. Aber ich habe die Farbe Trace bekommen. Die wollte ich unbedingt haben. Ist einer der neutralsten Töne aus dieser Reihe. Und das ist so ein wunderschönes, freundliches Nude. You guessed it. Oh, ich muss mal mein Kaugummi rausmachen, sonst schmatze ich wieder die ganze Zeit. Die Kombination aus diesen beiden ist das, was ich heute trage. Und I love it. So schön, oder? Diese Hourglass-Stifte sind zum Rausdrehen. Und die sind wirklich so juicy. Oh mein Gott. Also die gleiten wirklich nur so über die Lippen. Haben einen schönen Plumping-Effekt. Lassen die Lippen größer wirken. Und ich finde die einfach ganz, ganz toll. Leider. Kostet nämlich 38 Euro. Hör mir auf. Aber ich bin froh, dass ich diese Farbe endlich ergattern konnte. Und das ist meine Empfehlung für euch. Diese Kombination. Dann habe ich von Peter Thomas Roth. Die Water Drench Hyaluronic Cloud Hydrogel Eye Patches. Längster Name ever für mich entdeckt. Die sind wie Urlaub für unter die Augen. Es sind diese klassischen Augenpatches eigentlich. Man kriegt aber einige, es sind wirklich viele hier drin. Ich habe schon sehr viele benutzt. Ich hatte die auch mit in Südafrika und habe die meiner Moderatorin auch nochmal gegeben morgens, wenn wir uns geschminkt haben. Ich sie, nicht wir uns. Okay, ich kann gerade nicht reden irgendwie. Let's try this again. Also man macht die drauf, lässt die 10 bis 15 Minuten einwirken und die sind so feuchtigkeitsspendend. Diese Feuchtigkeit geht auch nicht weg, egal wie lange man die drauf lässt. Die sind immer noch so richtig schön juicy und voller Hyaluron. Und ich merke immer so richtig, wenn ich die abmache, so, ach, das hat meinen Augen richtig gut getan, also den Bereich unter den Augen. Und es ist so ein Self-Care-Ritual, auf jeden Fall gehört damit dazu. Und ich finde die aber sogar auch noch besser als die goldenen von Annemarie Berland. Die fand ich auch sehr gut, aber ich finde diese nochmal einen Tick feuchtigkeitsspendender. Und das ist ja genau das, was man möchte, die Feuchtigkeit unter den Augen. Gerade gut finde ich für diese kleinen, feinen Fältchen, die man oft hier in diesem Bereich hat. Also Anni und ich haben die sehr zu lieben gelernt. Sie hat sich direkt nach unserer Reise auch eine Packung davon gekauft und die sind richtig geil. Und natürlich preis-leistungsmäßig kriegt man halt auch hier viel, viel mehr als bei den von Annemarie Berland, weil man da ja irgendwie, glaube ich, nur 6 Stück in der Packung hat. Also 3 Paare, glaube ich. Also ist ja nichts und kostet schon 25 Euro. Die hier kosten, glaube ich, 50, aber da sind halt richtig, richtig viele drin. 30 Paar, um genau zu sein. Also dann ein Favorit, den ich euch zu verdanken habe, weil ihr mir den empfohlen habt, als ich euch gefragt habe, welcher Concealer aus der Drogerie. Und ganz viele von euch haben gesagt, der NYX Bare With Me, also das Bare With Me Concealer Serum. Hammer! Wirklich, danke für diese Empfehlung. Ich finde den wunderschön. Ich habe die Farbe Beige. Die Farbe Beige ist relativ peachy, so wie ich es halt mag, zum Korrigieren meiner Augenschatten. Ich mag die Textur unheimlich cremig, trotzdem nicht zu schwer. Also eine leichte, cremige Textur, die sich perfekt einblenden lässt. Man braucht wirklich super wenig und es sieht super schön aus unter den Augen. Feuchtigkeitsspendend auch. Und gerade hier in Verbindung, ich mache mal hier eine Runde und dann den Concealer drauf. Und es sieht einfach sehr, sehr gut aus unter den Augen. Sehr frisch, es bleibt lange frisch, es bröckelt nicht so schnell. Also, dass man irgendwie das Gefühl hat, man müsste wieder nacharbeiten und der ist toll. Vielen Dank. Dann gibt es eine super coole neue Kollektion von Ava & May und zwar die Space Night Collection. Das sind jetzt so 2. Es gibt insgesamt 4 Kerzen in dieser Kollektion und einmal das Packaging. Also ich finde, die sehen so cool und hochwertig aus, weil die dieses Metall-Packaging haben, im Vergleich sonst zu den Gläsern. Und das hat echt was. Hier haben wir einmal Moon und Mars, natürlich inspiriert vom Universum. Und Saturn und Venus. Und die sind auch nicht nur optisch ein absoluter Hingucker durch dieses Metall-Packaging. Ich finde halt auch die Farben total cool, muss ich sagen. Und auch die Kombination aus allen 4 sieht halt super nice aus, so zusammen hingestellt. Man kann sie natürlich auch einzeln verteilen. Das sind auch sehr, sehr nachhaltige Kerzen. Es sind nämlich in Europa produzierte Sojakerzen. Und Sojawachs ist ein nachwachsender Rohstoff, der auch noch zu 100% biologisch abbaubar ist und dadurch einfach eine viel bessere CO2-Bilanz hat als Paraffin zum Beispiel. Die Kerzen sind natürlich vegan und tierversuchsfrei und die Düfte werden wirklich von echten Parfümeuren kreiert und das riecht man auch. Der Duft von der Mondkerze ist Zedernholz und Limette und
Der ist wirklich am wenigsten süß, also wenn ihr süßliche Gerüchte nicht so mögt, sondern eher wirklich, dass das Holzige sehr stark durchkommt. Das ist beim Mond tatsächlich der Fall und finde ich, passt auch so zum Mond tatsächlich, was man so damit assoziiert, finde ich. Mars ist so eine sehr energetische Kerze, finde ich, vom Geruch her. Es ist ein schwarzer Pfeffer mit Rosmarin und Amber. Und ganz, ganz angenehmer Geruch, finde ich, der einen so ein bisschen so wohlig einhüllt tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Die habe ich super gerne alleine an tatsächlich. Die anderen kombiniere ich gerne auch mal. Dann für alle, die süß und feminin mögen, ist Venus. Passend natürlich der Name. Super. Das sind Maiglöckchen zusammen mit Vanille und Moschus. Und ich finde aber diese Kombination, obwohl es süßlich ist, und ich bin bei süß immer vorsichtig tatsächlich, gerade bei so, ich hasse es, wenn es total doll und künstlich nach Vanille riecht. Und das ist hier aber gar nicht der Fall. Man riecht die Vanille durch, aber auch hier sehr subtil, sehr angenehm. Und man hat eben diese leicht blumige Note noch dazu. Super geil. Saturn finde ich tatsächlich am speziellsten. Das sind weiße Blüten und weißer Moschus. Und hier finde ich, kann ich nicht eins so richtig rausriechen tatsächlich. Also die ist super special. Die hat so was bisschen auch Ätherisches, finde ich, vom Geruch. Aber auch hier wieder total zurückgenommen und angenehm. Aber für mich am schwierigsten einzuordnen tatsächlich vom Geruch. Also sehr spannend dadurch auch. Also wenn ihr nicht nur wirklich besondere Düfte in eurem Haus haben wollt und euch das wichtig ist, sondern ihr auch noch richtig coole, stylische Kerzen dazu möchtet, auf jeden Fall Ava & May anschauen. Also diese Kollektion ist wirklich super, super cool. Also wenn ihr Bock auf diese Kollektion habt, könnt ihr gerne meinen Code nutzen. Das ist ADRIANAFREE für 30% auf alles und ihr bekommt 2 Duftproben eurer Wahl gratis noch dazu. Da muss ich sagen, ist meine Haut tatsächlich viel, viel besser geworden. Ich habe fast gar keine neuen Pickel mehr und es gab eine Zeit, da hatte ich wirklich ständig neue Pickel. Ein paar waren gerade abgeheilt, da waren die nächsten schon wieder im Kommen und es war eine echt schwierige Phase. Es ging jetzt bestimmt ein halbes Jahr so. Und mittlerweile hat sich alles total beruhigt. Ich habe noch sehr viele Pickelmale, die mein Hautbild auch ziemlich unruhig machen. Also gerade hier auf den Wangen habe ich halt diese kleinen roten Punkte. Und ich habe hier unten, also in dem Bereich, hatte ich auch sehr, sehr viele Pickel. Und da habe ich noch so ein paar, die noch abheilen müssen. Und auch natürlich Pickelmale, weil meine Kosmetikerin die mir immer ausgereinigt hat. Aber es ist wirklich so viel besser geworden. Und die zwei Dinge, die ich anders gemacht habe, ich kann natürlich nur von mir sprechen und von meinen Erfahrungen, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch. Ich habe einmal angefangen, Niacinamid zu benutzen und zwar von Jungglück. Und das war in dem Pamela Reif Kalender drin, den mir meine Freundin geschenkt hat. Und dann dachte ich, okay, das probiere ich mal aus, warum nicht? Ich habe schon viel davon gehört. Und das ist ein Serum, das tatsächlich für die Hauttextur unheimlich viel tut, auch fürs Desinfizieren. Also gerade bei entzündlichen Pickeln und so weiter soll das sehr, sehr gut helfen, generell die Textur der Haut zu verbessern und auszugleichen und eben auch tatsächlich Pickelmale so. Also alles, was die Haut verfärbt sozusagen, auszugleichen und aufzuhellen. Ich habe das Gefühl, das bringt mir wirklich was, weil wie gesagt, meine Pickel haben sich total beruhigt. Ich glaube, es ist eine Mischung zwischen dem hier. Und ich habe meinen Zuckerkonsum extrem reduziert, wirklich. Es gab eine Zeit, da habe ich sehr, sehr viel Zucker gegessen, sehr viele Süßigkeiten auch. Und es war, als meine Haut wirklich am schlimmsten war, war auch mein Zuckerkonsum am exzessivsten. Es war nach der Geschichte, wo ich meine Darmerkrankung hatte und so, was natürlich überhaupt nicht gut für meinen Darm war. Es war also generell irgendwie so ein Konsum Ausgleichverhalten von mir, würde ich sagen. Es sind immer so Dinge, die man eigentlich weiß und dann macht man sie trotzdem nicht. Das, also, dass man weiß, dass Zucker schlecht für die Haut ist, ja, ist auch nicht bei jedem so, ne? Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das ein allgemeines Ding ist. Es war halt bei mir, glaube ich, so. Dass ich meinen Zuckerkonsum so reduziert habe und eben dieses Niacinamid genommen habe. Ich glaube, diese Kombination aus beidem hat mir sehr geholfen, was meine Hautgesundheit angeht. Probiert es eventuell aus. Keine Garantien, aber falls ihr ähnliche Probleme habt wie ich, it's worth a try. Dann habe ich hier wirklich einen Lebensretter, kann man echt so sagen. Und zwar von Drunk Elephant, die Wonder Wild Miracle Butter. Und die wurde mir zugeschickt, weil ich ja regelmäßig PR bekomme von Drunk Elephant und ich war so, ah, okay, was macht die so? Also ich konnte die nicht so richtig einordnen und es ist eine intensive Salbe, die du wirklich auf alle möglichen Hautirritationen und Problemen anwenden kannst. Das heißt, wenn man irgendwie super trockene Haut hat, wenn die Haut irgendwie wund ist an irgendeiner Stelle, bei Brandblasen und so weiter. Also das sage ich euch jetzt alles, weil ich das erlebt habe, dass es da Wunder gewirkt hat. Die hilft einfach der Haut dabei, sich selbst zu heilen sozusagen. Ich hatte das Problem, dass ich durch das viele Naseputzen, weil ich super doll Schnupfen hatte, war bei mir hier alles rot und wund und die Haut hat sich geschält. Also hier in diesem Bereich und auch sogar ein bisschen auf dem Kinn. Es war wirklich extrem, weil ich auch wirklich tagelang wirklich ganz, ganz doll Schnupfen hatte. Und nichts hat geholfen. Und dann habe ich irgendwann die genommen, weil ich dachte, okay, ich probiere es jetzt mal mit der. Und innerhalb von 2 Tagen war das komplett weg. Und ich hatte einmal so ein bisschen, als ich in Südafrika war, Sonnenbrand auf der Nase. Auch da habe ich es drauf gemacht, hat auch super gut geholfen. Anni, meine Moderatorin, hatte einen Brandfleck auf dem Arm.
damals drauf gemacht. Dadurch hat sich das nicht irgendwie ausgebreitet oder irgendwas, sondern das ist ganz, ganz schnell zurückgegangen, klein geworden und ist geheilt. Wir lieben dieses Zeug, also sie und ich, wir haben es auch immer dann als Lippenpflege benutzt zwischendurch, aber es auch da total geholfen hat. Ich hatte so ganz runde, rote, wunde Lippen tatsächlich. Finde ich, hat man ja auch oft, wenn man erkältet ist. Und auch da hat es mir so gut geholfen. Es war immer so ein Running Gag schon in Südafrika, so hast du mal die geile Salbe da dabei, wo ist denn die? Alle wollten die dann immer haben, weil die wirklich gegen alle möglichen Sachen total hilft. Auch gegen ganz trockene Stellen am Körper kann man die natürlich nehmen. Und dafür, dass ich sie am Anfang so dachte, so ja, weiß ich nicht, ob ich die jemals brauchen werde, hat sie mir gute Dienste erwiesen. Also ich finde die ganz, ganz toll. Dann ein riesiger Food-Favorite, und zwar von Organic Workout, die Salted Caramel Cream. So lecker, oh mein Gott. Es ist eine Nusscreme aus Erdnuss und Cashew, glaube ich. Ja, Cashewmus und Erdnussmus. Und da ist kein Zucker drin, nur Erythrit. Die hat wirklich diesen Salted Caramel Geschmack. Die meisten Nussbutters? Nut Butters. I don't know. Die so einen Geschmack mit drin haben. Es gibt nämlich zum Beispiel von Alnatura so eine Nussbutter, die heißt, ist irgendwie Caramelized Almonds, also eine Mandelcreme. Die schmeckt absolut Porno. Ich habe eine Zeit lang, habe ich mir die immer wieder gekauft und ich habe dann aufgehört, weil da einfach so viel Zucker drin ist. Also das, da kriegst du eigentlich schon Ausschlag, wenn du die nur anguckst. Dann wurde mir die hier geschickt von Organic Workout und ich war so, oh mein Gott, endlich habe ich einen Ersatz gefunden, wo halt kein Zucker dran ist, sondern nur Erythrit. Und Erythrit ist halt sehr, sehr, tausendmal besser als Zucker. Es ist ein natürlicher Süßstoff, der keine Kalorien hat. Und ich sag's euch, die schmeckt einfach geil und seitdem esse ich die ständig. Große Empfehlung, wenn ihr Nussbutter mögt. Also ich bin quasi süchtig, ich mache das in alles rein, in Bowls, in, auf Joghurt drauf, in mein Oatmeal. Und es schmeckt einfach alles so viel geiler damit. Und ich habe die auch schon fast leer gemacht. Ich habe zum Glück noch ein Glas, thank God. Noch was mir in meiner Pickelzeit tatsächlich sehr geholfen hat, waren die Sitzsticker. Ich hatte erst noch eine andere Version von denen. Die hier haben nochmal so kleine, wie so Noppen drin. Die sind super für frische Pickel sozusagen, also welche, die gerade sich entzünden und so richtig am Wachsen sind und sich so ausbreiten und man denkt, ah, stirbt. Da macht man diese Sitzsticker drauf und dadurch wird halt dieses ganze Zeug, was da drin ist, sei das irgendwelcher Dreck, Eiter etc., wird rausgezogen aus der Haut oder Fett, je nachdem, was drin ist. Und dadurch heilt der Pickel viel, viel schneller ab. Einmal das. Es gibt die noch in einer etwas unauffälligeren Variante tatsächlich. Die sind aber eigentlich eher für die Pickel im späteren Stadium. Die sind fürs frühe Stadium. Und ich habe das einfach ganz oft gemacht, weil durch die Pickel und durch meine Pickelmale ist die Haut, sieht halt unheimlich unruhig aus, wenn ich nicht geschminkt bin. Und ich wollte mich aber zum Beispiel auch in Südafrika, habe ich mich nicht einen einzigen Tag geschminkt, weil ich einfach meiner Haut Freiraum geben wollte. Und ich dachte, okay, ich habe eh gerade ne, Probleme mit meiner Haut, dann will ich nicht auch noch Make-up drauf machen in der Hitze und schwitzen und so weiter. Dann habe ich halt auf diese großen Pickel wirklich diese kleinen Sitzsticker gemacht. Und natürlich siehst du die, wenn du so vor mir stehst, ja, du siehst, dass da diese kleinen Dinger sind, diese Patches. Aber wenn du ein bisschen weiter weg bist, sag ich mal, macht es das ganze Hautbild einfach ein bisschen ruhiger und entspannter. Dadurch, dass halt dieser Pickel abgeschwächt ist und man den in der Form nicht mehr sieht, dieses leuchtend rote, gibt es einfach ein ebenmäßigeres Hautbild. Also wenn es euch nicht stört, dass man so diesen kleinen Dinger sieht, ich wurde ein einziges Mal darauf angesprochen, als unser Tonmann neben mir stand und mich so anguckt, so, was hast denn du da im Gesicht? Also einmal, ne? Mag sein, dass es den anderen auch aufgefallen ist, aber mir ist es persönlich total wurscht, also ich habe da überhaupt kein Problem damit. Einfach für mich, damit mein Pickel schneller abheilt, damit mein Hautbild ein bisschen ruhiger aussieht, zumindest von der Ferne. Und mir hat es sehr geholfen, tatsächlich, in der Zeit, als ich diese sehr entzündeten Pickel hatte. Gott sei Dank ist es echt nachdem ich jetzt wieder da bin, seit Südafrika, habe ich keine neuen Pickel mehr bekommen. Oder ich glaube nur einen, den habe ich in Südafrika bekommen. Und seitdem ist Ruhe. Ich bin froh, die noch zu haben, man weiß nie, aber ich kann die wirklich sehr, sehr empfehlen. Good stuff. Eine Sache habe ich noch, und zwar hier den Conditioner von Nusha. Das ist der Soft Cotton Conditioner, Pure Cotton Extract. Den habe ich von meiner Freundin geschenkt bekommen. Die ist Friseurin und die arbeitet mit dieser Marke. Und oh mein Gott. Erstmal riecht der total Porno. Ich glaube, es gibt so eine ganze Reihe, Soft Cotton ist so eine ganze Reihe von denen. Und er macht die Haare so wunderbar schön und weich. Also das ist einer der besten Conditioner, die ich jemals hatte. Ich finde dieses, was ich habe von Redken, was ich euch auch schon in Videos gezeigt habe, ist auch super geil. Aber das ist ja kein Conditioner. Das ist eher so ein Treatment, was man auch in den Haaren lässt, was man nicht rauswäscht. Und wenn man aber wirklich nur einen Conditioner möchte, geiler Scheiß. Also macht die Haare so seidig, weich und glatt und riecht einfach total geil. Hammer. Danke, Sarah. Love you. Das waren meine aktuellen Favoriten. Ich hoffe, es war auch was für euch dabei, was interessant war. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in meinem nächsten Video ganz, ganz bald. Und schaut auch auf Instagram vorbei. Da poste ich auch immer viel. Freue mich, euch dort zu sehen. Und ich gehe jetzt was essen. Ciao.